März 2021. Das Miniaturwunderland befindet sich im Ausnahmezustand. Das Team verlegt Schienen für eine Rekordfahrt. Wir würden jetzt dann gerne mal einen Weltrekord machen. Frederiks verrückte Idee: Eine Lok soll 27 verschiedene klassische Musikstücke auf 3000 Wassergläsern spielen. Eine Woche zuvor beginnen die Vorbereitungen. Das Wunderland ist im Lockdown geschlossen. Seit gut 5 Monaten dürfen keine Gäste mehr rein. Doch statt nur auf bessere Zeiten zu hoffen, reift bei Frederik Braun die Idee zu einer besonderen Rekordfahrt. Wir wollen auf 220 Meter Länge über 3000 Gläser zu einem Klassik-Medley zusammen machen. Entschuldigung, was machen die? Stellen 3000 Gläser auf. 3000 Gläser? Respekt. Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir haben zu Weihnachten mal ein Video gemacht. Wir haben Jingle Bells mit Flaschen gespielt. Und das ist so durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, Mensch, das konnten wir mal an einem Morgen machen, weil das war schnell aufgebaut. Jetzt 3000 Gläser aufstellen, das braucht wahnsinnig viel Zeit. Da fährt jetzt ein Zug vorbei, berührt die Gläser. Das Ganze erzeugt Töne und dadurch spielen wir ein Lied. Das ist doch schräg, wie kommst du denn auf so eine Idee? Also bei denen geht nichts normal, ne? Hör schneller weiter. Ja. Mal gucken, ob's klappt. Ja, mal schauen. Der 53-jährige Chef des Wunderlandes holt seine Mitarbeiter aus Kurzarbeit und Homeoffice und setzt auf den Weltrekord als Motivation. Frederik will ins Guinness-Buch der Rekorde. Doch das ist nicht so einfach. Jedes einzelne Glas muss mit Wasser befüllt und gestimmt werden. Wir haben es gefüllt bis zu dem Strich da oben, da wo der Kleber ist. Das heißt, das ist verdunstet hier, dieser Kalkablagerung da. Das ist 6 mm schon. Klar, das verdunstet natürlich. Müssen alles markieren und immer wieder nachfüllen. Damit würde ich nie rechnen. Das sind so Probleme. Ich glaube, damit haben auch die nicht gerechnet. Wasser rein, fertig. Das verstimmt sich so schnell. Teilweise innerhalb von einer halben Stunde hast du schon einen Viertelton Abweichung. Überleg mal, innerhalb von einer halben Stunde hast du einen Viertelton Abweichung. Da muss ja wirklich die ganze Zeit hinterher sein. Das schaffst du auch gar nicht mit 2, 3 Leuten zu bewältigen. Und das Team zählt sogar 50 Frauen und Männer. Doch auch sie kommen mit dem Nachfüllen nicht hinterher. In einer Viertelstunde und da musst du dann 300 Gläser nachfüllen. Da muss Öl rein. Öl verdunstet nicht. Also haben wir Lösungen gesucht. Wir haben es mit Klarsichtfolie probiert, um die Oberfläche abzudecken und haben festgestellt, dass ein leichtes Öl, sehr flüssiges Öl, also nicht Speiseöl oder so, am besten eine Schicht oben drüber macht. Also eine sozusagen, das konserviert das Ganze und kaum noch Verdunstung da ist. Was ein Fuchs. Da musst du aber erstmal drauf kommen. Ja. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Öl verdunstet nicht und deckelt das Wasser ab. Ja. Genial. So, Lok ist fertig. Na, dann kann's ja losgehen. Für ihr kreativstes Lockdown-Projekt haben die Tüftler extra eine Lok präpariert. Kleine Pömpel wurden so am Führerhaus befestigt, dass sie während der Fahrt die Gläser anschlagen und Töne erzeugen. Doch ob sich so musizieren lässt? Nicht zu viel erwarten. Wir testen jetzt nur den Rhythmus. Wir haben noch nicht die Gläser gefüllt. Okay. Das heißt, wir wollen einmal gucken, ob der Rhythmus die Gläser alle anschlägt und ob das fürs Ohr tatsächlich sich sauber anhört. Okay. Also eigentlich haben wir sie jetzt richtig hingestellt. Wir haben ein schwieriges Stück genommen. Wir haben die ungarischen Tänze genommen. Die ungarischen Tänze. Kleiner hatte man es nicht. Aber ist ja klar, dass sie nicht Hänschen klein spielen. Und also wenn er das einigermaßen schafft, dein Bömmel, ich würde sagen, jetzt einmal richtige Geschwindigkeit. Warte mal, ich gebe dir auch noch ein bisschen Anlauf hier. Also ich Warte mal, es könnten welche umfallen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Steht ein bisschen unter Druck, alle Mitarbeiter gucken ihn auf den Finger. Und Abfahrt. Da habe ich jetzt nichts erkannt. Das klang jetzt so wie ein Pömpel, der gegen Gläser schlägt. So, und das ganz schnell. Das ist ein bisschen wie so ein Kind, was am Gartenzaun mit dem Stock so längs rattert, nur auf Gläsern. Habt ihr was erkannt? Ich habe da sehr wohl Rhythmus erkannt. Ich hätte auch mitspielen können. Ich erkenne nichts. Das könnte von mir sein, das Lied. Also das Problem ist natürlich, dass wir gar nicht gestimmt haben. Es sind leere Gläser. Uns ging es um den Rhythmus. Aber so richtig erkannt habe ich ihn nicht. Ja, da muss wohl noch etwas nachjustiert werden. Dann mal heiter weiter. 3000 Gläser müssen auf ganz bestimmte Positionen entlang der Trasse geklebt werden. Der Abstand zur Lok muss auf den Millimeter genau stimmen. Ist schon eine Herausforderung.
Für diesen klangvollen Job werden extra Musiker engagiert. Und dann auch zu wissen, wo welches Glas jetzt hin muss, das musst du immer wieder testen. Und dann die Abstände zwischen den Gläsern. Ich hätte so eine Angst, dass da ein Glas umfliegt. Eine ganze Woche haben die Vorbereitungen gedauert. Dann erfolgt die Generalprobe. Jetzt gilt nur noch, es perfekt zu machen. Fahrgeschwindigkeit, Füllmengen von Gläsern, Flexibilität des Pömpels, vielleicht ist es doch zu hart angeschlagen. Es soll eigentlich eine musikalische Triumphfahrt werden. Doch in der Schweiz geht es bedrohlich bergab. Oh, oh, oh. Zu schnell. Huiuiui. Zu schnell. Es war zu schwungvoll. Ah. Da ist doch irgendwo was umgekippt. Die Lok ist entgleist und hat einige Gläser mitgerissen. Bei der Abfahrt durch die Schweiz wird sie viel zu schnell. So kann der Weltrekord nicht gelingen. Doch es gibt eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Die Schienen anrauen, damit es nicht durchdreht oder zu schnell fährt, das Ding. Ja, wegen der Gefälle. Wegen des Gefälles. Die Modellbauer schleifen die Schienen an, in der Hoffnung, den Zug abbremsen zu können und den Weltrekord zu retten. Sonst wären alle Mühen umsonst gewesen. Und Frederik hätte sein Team eher frustriert als begeistert. Ich bin mächtig stolz. Und mit einem normalen Team wäre sowas nicht möglich. Das ist, man braucht ja irgendwie ja, eine Ansammlung von Verrückten. Ansammlung von Verrückten. Das habe ich jetzt nur zitiert. Und die sind alle dabei, weil sie es hier fühlen. Die fühlen das, die haben die Leidenschaft. Und natürlich wollen sie auch einen Weltrekord haben. Leitstand für Frederik. Wir hören. Wir würden jetzt dann gerne mal einen Weltrekord machen. Also von unserer Seite aus steht es, wenn ihr bereit seid, würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Wir starten. So, jetzt startet der Weltrekord. Jetzt bin ich gespannt. Der Zug soll auf der 220 Meter langen Strecke 27 verschiedene klassische Stücke spielen. Ich habe sogar die Melodie erkannt. Ah, jetzt höre ich auch die Melodie! Das Guinness-Buch hat zwei Juroren geschickt, die den Weltrekordversuch überwachen. Der Sonderzug darf nicht stoppen. Und jedes der 27 Musikstücke muss eindeutig zu erkennen sein. Ja, das ist Weltklasse. Das ist wirklich Weltklasse. Weltklasse. Du erkennst sofort den Song, alle Töne sind richtig. Die musikalische Sonderfahrt dauert gut 6 Minuten. Frederik macht davon ein Handyvideo für die Fangemeinde. Ich bin echt begeistert. Das ist krass. Ich drücke so die Daumen, dass die komplett durchkommen. Also, ich bin selber überrascht. Das bewegt sich ja dann doch viel auch im klassischen Bereich, wie viele ich erkenne. Ich könnte sie jetzt nicht nennen, jedes einzelne Lied, aber ich erkenne sie ganz deutlich. Das Video zum Rekord haben im Internet inzwischen weltweit mehr als 100 Millionen Menschen gesehen. Phänomenal, finde ich. Krass. Jeder Ton ist perfekt. Da finde ich Fahrgeschwindigkeit, so Melodie und Stellung der Gläser gerade perfekt. Jetzt kommt die kritische Abfahrt in den Schweizer Bergen. Bergab und jetzt kommt die. Haben sie angeschliffen. Das war die kritische Stelle. Sehr gut. Gemeistert. Geflutscht wie ein Messer durch Butter. Guck mal, der Vesuv. Der Vesuv. Das Video dient auch als Beweis für die korrekte Durchführung des Weltrekords. Oh, jetzt werden die Hände nass. Zielgeran. Geht jetzt noch was schief? Durch. Wir haben es geschafft.
super. Respekt. Starkes Ding. Das muss man sagen, ganz, ganz geil. Für Frederiks Crew ist es ein voller Erfolg. Ich habe jede Melodie erkannt. Ich gehe mal davon aus, dass das anderen Leuten auch so geht, die das jetzt schauen und so. Klar, nicht alles perfekt, aber man muss einfach mal probieren, mit Weingläsern Verdi zu spielen. Oder noch schlimmer, den Bolero, wenn man nur zwei Oktaven zur Verfügung hat. Und deswegen sage ich, dieser Weltrekord ist ein Mega-Weltrekord. Der wird uns nicht so schnell wieder genommen, da bin ich mir ganz sicher. Der Weltrekord ist unglaublich. Ich hätte nicht die Ausdauer gehabt. Und dafür braucht man die Liebe. Und die haben die Brüder gehabt und alle Mitarbeiter. Du musst beknackt sein, um überhaupt die Genialität zu haben, das zu machen. Da musst du schon einen Spleen haben. Aber ich finde es, ich persönlich, genial. Geil. Man hat ja gesehen, um dann die 50 Mitarbeiter noch mal für eine schräge Nummer zu begeistern, war es genau richtig. Ich finde, dieser Weltrekord ist mehr als verdient und beklatsche den auch noch mal. Also wirklich top.